Über die erzähle ich euch gleich was und Annie Frochet Hall. Hallo meine lieben Parfümfreunde. Endlich mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich habe heute ein bisschen Zeit und komme auch gerade vom Parfumtesten. Deshalb habe ich gedacht, ja, erzähle ich euch doch mal direkt meine Eindrücke. Wir waren im Einkaufszentrum, wollten eigentlich zum Optiker, aber mittlerweile muss man sich da irgendwie einen Termin geben lassen. Und ja, wir wollten jetzt nicht 3 Stunden noch warten. Und haben die Gunst der Stunde genutzt, nochmal ein bisschen Parfum zu testen. Ich wollte ja unbedingt das Le Male testen, das habe ich jetzt hier auf dem Arm. Und ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ich war so ein bisschen geschockt, weil ich mir dachte, boah, der nächste Herrenduft, der so ultra süß ist, so süß wie Damendüfte früher nicht waren. Und ja, klar, die Damendüfte mittlerweile sind noch süßer, aber ich mag ja Süßigkeiten auch, aber ich sehe den Trend so ein bisschen negativ entgegen. Schreibt mir doch mal dazu, was eure Meinung ist. Ob ihr diese ultrasüßen Düfte mögt oder ob das eher nichts für euch ist. Und gibt es überhaupt noch neue Erscheinungen, die nicht absolut süß sind? Mir fällt gerade keine ein. Bestimmt gibt es welche. Also auf jeden Fall Le Male haben wir getestet. Mein Freund sagte direkt, boah, da ist Marzipan drin. Und ich muss auch sagen, dass es wirklich relativ marzipanartig riecht. Es muss aber irgendwie so die Kombination aus Kardamom, Lavendel, Vanille sein. Ich schreibe mal die Duftnoten hin. Ja, kein schlechter Duft, aber eher ein Herbst- und Winterduft zum Ausgehen. Keinesfalls bei schwüler Hitze und bitte auch nicht im Büro tragen. So, dann habe ich getestet von 4711 aus der Floral Collection. Den Lilac, den hatte ich schon mal auf dem Stäbchen getestet, wollte ihn jetzt nochmal auf der Haut testen. Der Duft ist nicht schlecht, er erinnert mich an diesen einen Duft aus der La Nuit Trésor Serie und zwar diesen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, irgendwas mit Nude, mit Kokos drin. Hier ist jetzt keine Kokos drin, aber er riecht von der Cremigkeit so, als müsste Kokos drin sein und von Flieder ist keine Spur, also ich rieche hier wirklich null Flieder raus, ja, keine Ahnung, war so ein bisschen ein Fail vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob wer da den Duft entwickelt hat. Ich blende mal die Duftnoten ein. Es steht zwar auch dabei, dass Flieder drin ist, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Flieder gerochen und ich weiß, wie Flieder riecht. Schreibt mir doch mal, wenn ihr den kennt, ob ihr da irgendwie den Flieder rausriecht. Ich glaube aber auch, die Serie, die hatten jetzt 2 Düfte zum Abverkauf und hatten einen neuen Magnolienduft stehen. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, deshalb habe ich nur die beiden getestet und noch einen auf meinem Freund, der ihn aber auch schon direkt wieder abgewaschen hat, weil er ihm zu süß war. Kurz noch zu der Reihe, also die Floral Collection umfasste 3 Düfte. Dieser Fliederduft geht jetzt wohl raus, dafür kommt ein Magnolienduft rein. Der Rosenduft ist sehr schön, den habe ich in meiner Sammlung und es gibt noch einen. Heißt der White Floral oder Jasmin? Ich schreibe es mal unten in die Infobox, wie er heißt. Und ja. So, was habe ich noch getestet in der letzten Zeit? Etwas, was einige von euch sicherlich freuen wird. Und zwar von Penhaligon's hier. Da möchte ich euch demnächst mal etwas über die Düfte erzählen. Ich drehe auch gleich noch ein Video über die eine Schublade. Da bin ich einiges am Testen. Dann gleich gibt es nochmal ein Schreibtisch-Update. Ich weiß wirklich noch, ich habe noch keinen Bezug zu den Düften bekommen. Ich finde es sehr schade, weil ich wollte die ganze Zeit eine Review drüber drehen, aber ich weiß nicht. Ich muss nochmal nach den richtigen Worten suchen. Meinen Geschmack treffen die Düfte nicht ganz, es sind aber keine schlechten Düfte. Natürlich wäre es trotzdem vielleicht ganz schön, wenn ich was drüber erzählen könnte, aber bisher hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so die Motivation, weil ich immer lieber über Düfte berichten möchte, die mir auch wirklich gut gefallen. So, was habe ich in der letzten Zeit noch getestet? Ach, ganz kurz noch. Mein Freund hatte Boss Bottled Intense auf dem Arm, den ich nicht schlecht fand. Apfel, Zimt, paar süßere Noten. Man riecht eindeutig die Boss Bottled DNA, aber den Originalduft finde ich, glaube ich, schöner für Männer. Und die Intensivvariante könnte ich mir sogar überlegen, dass ich sie selbst tragen würde. Also da überlege ich mir nochmal eine Probe zu besorgen und vielleicht den Duft nochmal ein bisschen besser zu testen. So, dann habe ich einige Probchen in letzter Zeit bekommen, weil ich wieder viel getauscht habe.
Unter anderem, könnt ihr es lesen, von Geller ist das der Iris Ganache. Ja, das ist ein ganz toller Duft, der erstmal fast so ein bisschen rauchige Iriswurzel mit dabei hat, der dann aber in eine sehr, ja, schokoladig-zimtige Richtung geht, der mir richtig gut gefällt, der aber leider nicht mehr hergestellt wird. Oh Wunder, immer die Düfte, die einem gefallen, gehen aus dem Sortiment. Hier bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht nochmal irgendwo mir, ja, ein Flakon ergattern könnte, gerne auch gebraucht mit Restinhalt, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall habe ich mich da direkt bei Parfumo zu einem Sharing noch mit eingetragen, bei dem ich jetzt 5 Milliliter nochmal geordert habe. Es ist nicht unbedingt ein Duft, den ich tagsüber tragen würde, aber es ist ein Duft, den ich, ja, so zum Einschlafen und Kuscheln gerne trage. Nicht wirklich, um danach zu riechen, aber einfach, um daran zu riechen. Ja, so in die Kategorie würde ich den Duft ordnen. Ich merke heute irgendwie, meine Stimme klingt ein bisschen komisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde. So, welchen ich gleich nochmal mit euch testen werde, aber ich habe noch zwei andere Düfte, die zeige ich euch dann auch. Und zwar ist das der Mango Skin von Wilhelm Parfümerie. Das sind diese kleinen hübschen Fläschchen. Da blende ich euch die Duftnoten ein, wenn wir den testen. Und welchen ich auch noch getestet habe, weil ich da auch bei einem Sharing mitgemacht habe. Das ist von Healy, der Lamondière. Das ist ein Mandelduft mit einer ganzen Menge relativ frischer Blumen auch dabei. Und beim Auftragen fand ich ihn fast cremig wie ein Mimosenduft. Er hat mich irgendwie an Bulgari Femme erinnert, aber auch zu anderen Teilen an Penhaligon's Bluebell, weil hier eben auch Hyazinthe drin ist und in Bluebell ist auch ein großer Teil Hyazinthe mit drin. Hyazinthe, ihr wisst, was ich meine. Genau, welche ich mir besorgt habe, da hatte mich eine Zuschauerin nachgefragt. Von Dolce & Gabbana aus der Fruit Collection habe ich einmal Pineapple, was ich sehr schön finde. Und einmal den Orange. Mit dem bin ich noch nicht so warm geworden. Die teste ich jetzt auch noch mal ein bisschen und gebe euch dann eine Review. Und den Zitronenduft muss ich mir entweder auch noch mal irgendwoher besorgen oder ich gehe mal zum Douglas und sprühe mich da komplett mit ein. Weil in anderen Parfümerien habe ich den jetzt noch nicht gesehen. Und gleich gibt es ein Schreibtisch-Update. Ich zeige euch noch mal, was in der letzten Zeit angekommen ist. Aber über einen Duft, ich möchte euch noch vor einem Duft warnen. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber das hatte ich in der Post vorgestern, My Way von Giorgio Armani. Was ist los mit diesem Duft? Der ist einfach viel zu süß. Also, ich dachte ja schon, Libre von Yves Saint Laurent ist der unterirdischste Duft, der in der letzten Zeit lanciert wird, aber der hier toppt das Ganze nochmal, beziehungsweise unterbietet sogar Libre. Und wer hätte das gedacht? Es ist ein wilder Mischmasch drin. Die Duftpyramide riecht nicht so, oder der Duft riecht nicht so, wie die Duftpyramide vermuten lässt. Von Tuberosen rieche ich kaum etwas. Er ist einfach nur abartig süß mit einer ganz synthetisch-künstlichen Note, als wäre da eine ganze Menge Johannisbeere mit drin. Ist es aber nicht. Also, pff, keine Ahnung. Aber ich zeige euch gleich nochmal den Schreibtisch. Und wir machen gleich noch ein Live-Unboxing. Ich habe das Paket mal aufgemacht, aber noch nicht wirklich reingeschaut. Ich habe nämlich bei Yves Rocher bestellt. Und ich weiß so ein bisschen, was drin ist. Eine Sache, die wir testen können. Und ich will euch gleich noch was zeigen. Deshalb wechseln wir mal schnell die Perspektive. So, im Moment sieht es so aus. Hier sind die ganzen Sachen, die neu angekommen sind. Das hier ist nur ein Dummy. Das ist leider kein echter Flakon. Ich hatte das Glück, dass ich bei eBay gut zugeschlagen habe und habe hier ein sehr schönes Set erwischt. Dann habe ich einige Proben getauscht. Und ja, hier liegen noch Proben einer ganz tollen Marke. Parlez-moi de Parfum heißt die Marke. Ich verlinke euch auch nochmal den Online-Shop dazu unten in der Infobox, weil ich die Marke wirklich ganz toll finde. Ich habe da ein Probenset mit 6 Düften bestellt und habe aber 8 Düfte bekommen. Also ich bin total glücklich. Ich hatte auch was auf Instagram gepostet und die Firma hat mir gleich was dazu zurückgeschrieben. Das fand ich auch total nett. So, hier stehen wie immer die, die ich am Testen bin. Und hier kam noch ein Wanderpaket an. Und zwar sind hier einige Proben, die habe ich schon mal durchforstet. Da zeige ich euch gleich, welche Proben alles in meinen Besitz gewandert sind.
So, hier sind meine Tauschproben, die ich stattdessen dazu gelegt habe. Dann haben wir hier einen Flakon, den zeige ich euch gleich. Hier sind eine ganze Menge Proben, wo man sich auch was abzwacken darf. Von Aaron Terrence Hodges, den ich eigentlich boykottieren wollte, weil ich manche seiner Parfumnamen wirklich unter aller Sau finde. Aber gut, die sind jetzt hier im Paket mit drin. Leider weiß man nicht mehr genau, welcher Duft welches ist. Deshalb wird es ein bisschen ein fröhliches Raten. Und worum das Paket aber eigentlich geht, worum sich das Paket eigentlich dreht, ist Zoologist. Ja, hier sind 9 oder 10 Proben von Zoologist drin und da werde ich, morgen will ich ein First Impressions drehen für euch. Eigentlich hatte ich es schon heute vor, aber dann habe ich mich in der Parfümerie vollgesprüht. Genau, hier sind die einen, hier sind die anderen. So, genau, hier ist jetzt noch von Wiener Blut, heißt die Marke, ist ein Flakon drin, ein Eau de Parfum Nord du Nord, also Nord du Nord. Den ich euch nochmal zeigen wollte. Genau, so sieht er aus. Den werden wir gleich zusammen testen. Und ich zeige euch jetzt mal die Proben, die in meinen Besitz gewandert sind, weil sie irgendwie drin waren. Und zwar einmal von Hermès, Terre d'Hermès Eau Intense Vetiver. Den habe ich schon getestet, ein sehr schöner Vetiver-Duft. Hat nicht mehr ganz so viel mit dem Originalduft zu tun, aber obwohl hier keine Orangen aufgeführt sind, habe ich das Gefühl, dass er auch leicht orangig riecht. So. Ein paar davon habe ich auch schon getestet. Dann habe ich einmal von Parfums de Mali Galloway, von dem habe ich noch überhaupt nichts gehört. Und Percival. Dann haben wir einmal von Montserrat Sicily oder Sicily. Dann von Frédéric Malle Musc Ravageur. Von dem habe ich auch schon sehr viel gehört, will ich auch unbedingt mal testen. Eine kleine Probe Reflection Woman von Amouage. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Ausbeute. Dann einmal Azzaro Wanted Tonic, der kommt im Internet nicht ganz so gut weg in den Bewertungen auf Parfumo, aber ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Dann Déclaration d'un Soir von Cartier. Ein rosig-würziger Duft, der mich ganz entfernt an Egoist erinnert hat. Dann einmal Le Labo Bergamot 22. Dann einmal Wood Neroli von Bulgari Man. Eine kleine Probe Juliet Has a Gun Citizen Queen. Ja, hier bin ich besonders scharf drauf gewesen. Eine Mini-Vintage-Probe von Jicky Eau de Toilette. Und einmal Mon Précieux Nectar von Geller. 2 Proben habe ich noch. Und zwar einmal Paris Monte Carlo Rose Taif, auf die bin ich auch sehr gespannt. Die wollte ich die ganze Zeit schon mal testen. Und einmal Explorer von Montblanc. Genau. Und genau, da ich diese Proben aus dem Paket rausgenommen habe, die waren zum Tauschen, die Proben, habe ich hier so ein kleines Päckchen zugelegt. Und ja, da guckt man jetzt immer, dass man ungefähr volumenmäßig und so wertmäßig eben was Ähnliches reinlegt. Gerne auch Nische für Nische und Mainstream für Mainstream, damit das ausgeglichen bleibt. Und das Paket, wenn ich fertig bin mit Testen, also nächste Woche irgendwann, schicke ich es dann weiter an den Nächsten, der dann die Proben testen und die anderen Proben tauschen darf. Ja, das ist so der Sinn eines Wanderpaketes. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem Unboxing. Die Perspektive ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr seht schon mal, tada! Wir haben einmal eine mattierende Tagespflege. Dann, das war ein Geschenk. Ein Shampoo Mini,
gab es als Geschenk dazu. Dann aus einer meiner liebsten Reihen von Yves Rocher eine Bodylotion mit Teewehr, die leider aus dem Sortiment genommen ist. Deshalb gab es sie auch jetzt noch im Abverkauf. Ein Duschgelkonzentrat mit Mango-Koriander. Noch ein Duschgelkonzentrat mit Himbeere und Pfefferminze. Da erzähle ich euch gleich auch noch, für was ich das brauche. Eine Handcreme Thé Doré, also goldener Tee. Die besten Sachen gibt es am Ende. Ein Glanzshampoo. Auch als Konzentrat. Dann hier nochmal irgend so ein Shampoo-Ding. Gab es als Geschenk. Da muss ich mal schauen. Eine Haarkur. Das ist eine Mini-Haarkur. Die gab es auch als Geschenk. Einmal Duschgel, Arganöl und Rose. Gab es nicht als Geschenk. Dann, weswegen ich überhaupt bestellt hatte. Und zwar dachte ich, dass ich mir hiervon mal ein Backup kaufe. Aus der Un Matin au Jardin-Reihe. Der Teewehr, beziehungsweise das Teewehr Eau de Toilette. Ich packe es euch mal aus. Die waren jetzt gerade reduziert für 8 Euro. Die gibt es nämlich auch nicht mehr. Genau. Und ich habe gedacht, von dem Duft, weil ich den wirklich gerne mag, das ist mehr so ein Grüntee, der ja an Matcha erinnert. Und da dachte ich, hole ich mir doch noch mal 2 Backups. Weiß nicht, ob ich jemals so viel von dem Parfum gebrauche, aber ja, ich werde es gut lagern und wenn nicht, werde ich es dann weiter verschenken oder verkaufen. Und das gab es als Geschenk auch noch dazu. Mont Rouge, das ist der neue Duft von Yves Rocher. Den werden wir jetzt gleich zusammen testen. Dann gab es noch ein Maracuja-Duschgel, eine Probe von irgend so einem Make-up-Zeug, ein Duschtuch, finde ich eigentlich auch ganz schön, könnte ich zum Sport benutzen und Werbung und das war's. So, meine Lieben, jetzt testen wir doch noch mal Nord du Nord von Wiener Blut, aber ich möchte mit dem Mont Rouge anfangen, weil ich gerade mir schon die Duftnoten durchgelesen habe und ein bisschen Angst habe, dass wir dann nichts anderes mehr riechen. Also Mont Rouge ist ein relativ neues Parfum von Yves Rocher, bei dem mir die Duftnoten auch wirklich gut gefallen. So sieht's aus, relativ unspektakulär, hier steht auch überhaupt nichts drauf, also Mont Rouge. Ein Duft von 2020. Und wir haben in den Duftnoten Neroli, Iris, Patchouli, Pflaume und schwarze Johannisbeere. Die ist ja nicht so meins, aber der Rest klingt für mich echt gut. Okay, es riecht sehr süß. Wir testen es mal hier. Fruchtig, süß. Es riecht so ein bisschen nach Pflaumenmarmelade. Also nicht Pflaumenmus, sondern Pflaumenmarmelade. So gefällt mir erstmal ganz gut. Patchouli und Frucht mag ich ganz gerne zusammen. Das ist so diese beliebte Angel-Kombination oder auch Frucht-Chuli genannt. Ja, ich glaube, dem müssen wir ein bisschen Zeit geben. Wir testen erstmal den anderen, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was und dann riechen wir nochmal dran. Genau. Jetzt aber Wiener Blut Nord du Nord. Der Flakon gefällt mir eigentlich ganz gut, so Milchglas, nur die Farbe hiervon finde ich nicht so besonders schön. Ein Duft, vor dem ich jetzt schon ein bisschen Angst habe, weil er grün und frisch ist. Das sind eigentlich nicht so meine Kombinationen. Also frisch mag ich schon, Minze finde ich super, aber Eukalyptus. Schauen wir mal. Ein Duft von 2015. Der Marke, ja, Wiener Blut. Und wir haben hier in der Kopfnote Pfefferminze und Eisakkord, was auch immer. Ich hoffe, das riecht jetzt nicht wie diese Eisbonbons. In der Herznote haben wir alpine Flechte
Und Felsenmoos. Was auch immer. Und in der Basisnote haben wir Tannennadeln, Eukalyptus und Zedernholz. Oh, okay, es riecht schon nach einer Tanne. Wobei ich gestern einen getestet habe von Penhaligon's, damit ich euch nochmal mehr über die Düfte erzählen kann. Luna, da ist auch Tannenbalsam in der Basisnote und das fand ich ganz schön. Das hatte dann so einen Wellness-Charakter. Weiß ich, mein Laptop angesprüht. Okay. Riecht nach Saunaaufguss. Also es riecht nicht schlecht. Eigentlich ganz schön für den Sommer. So, wir lassen aber noch mal einwirken, weil ich euch noch ein bisschen was erzählen will. Ich bin demnächst irgendwann weg, deshalb auch diese ganzen Duschgels und so ein Kram. Ich muss nämlich noch mal in Kur fahren. Weiß aber noch nicht genau, wann das stattfindet. Also ich habe zwar einen Termin für Mitte Oktober, aber ich stehe auf einer Warteliste und es kann sein, dass sie mich anrufen, dass ich in 2, 3 Tagen los muss. Deshalb wundert euch nicht, wenn vielleicht spontan keine Videos mehr kommen. Mir geht's gut. Ich habe dann nur keinen Internetzugriff und ich komme mittlerweile auch nicht. Also ich komme schon gut hinterher mit den Videos drehen. So mein Rhythmus mit Donnerstag und Sonntag. Das habe ich jetzt ganz, ging jetzt ganz gut eigentlich. Nur schaffe ich es nicht, Videos vorzuproduzieren. Also ich hatte es die ganze Zeit vor. Vielleicht schaffe ich es jetzt nochmal. Also wenn es irgendwie möglich ist, würde ich gucken, dass ich vielleicht immer sonntags dann trotzdem ein Video habe. Aber es kann auch sein, dass ich es, wie gesagt, gar nicht mehr schaffe. Die nächsten Videos, die ich geplant habe, jetzt gleich drehe ich noch den Inhalt dieser einen kleinen Schublade mit diesen ganzen Probensets. Das drehe ich euch gleich noch ab. Dann will ich die anderen Schubladen auch noch demnächst abdrehen. Dann steht noch aus Penhaligon's dieses Probenset, diese Scent Library. Da will ich die Düfte mit euch durchsprechen, muss ich aber noch ein bisschen testen. Dann will ich unbedingt noch ein Sommerdüfte-Video machen. Ja, der Sommer ist fast vorbei, aber Spätsommerdüfte. Aber Spätsommerdüfte fehlen noch und die kann man ja auch bis in den Oktober, vielleicht sogar bis in den November hineintragen, die, ja, je nachdem, wie das Wetter so ist. Und morgen gibt es einen Test mit den Zoologists. Da habe ich nämlich wirklich Lust drauf und die letzten Tage habe ich da schon drüber nachgelesen und habe mich dann da drin verloren, dass ich sehr viel über die Tiere erfahren wollte, weil ja, die Marke hat so als Konzept, dass sie die Düfte immer den jeweiligen Tieren widmet und aber deren Habitat, also deren Lebensraum olfaktorisch abbilden möchte. Und ja, das fand ich sehr spannend. Habe dann erstmal nachgelesen, wo die Tiere überhaupt alle wohnen. Und bei ein paar Tieren war ich ein bisschen überrascht, bei anderen konnte ich es mir schon denken. Habe dann natürlich noch ein paar Fakten der Tiere zusammengeschrieben. Also es wird vielleicht hoffentlich ein lehrreiches Video, weil wir noch mal ein bisschen über Tiere was erfahren. Über Tiere was erfahren. Und ja, aus dem Wanderpaket will ich noch ein bisschen was testen. Wie gesagt, Penhaligon's kommt. Dann die Fruit Collection kommt eigentlich auch und Eccentric Molecules kommt auch. Und dann ist der Monat ja bald schon wieder vorbei. Und dann drehe ich euch meine Neuheiten ab. Ich habe ein bisschen was geshoppt. Und meine Monatsfavoriten. Ich hatte jetzt 2 Monate lang wenig getragen, ehrlich gesagt, weil ich sehr viel getestet habe. Aber jetzt nach 2 Monaten, denke ich, kann ich da noch mal ja ein Update zu drehen. Das ist so geplant. Schreibt mir trotzdem gerne auch Wünsche in die Kommentare. Es kann sein, dass ich es nicht immer sofort schaffe, das dann abzudrehen, aber ich habe es auf jeden Fall gespeichert. Und früher oder später, wenn ihr immer mal reinschaut, gibt es dann vielleicht doch das ein oder andere Wunschvideo für euch so. Jetzt drehe ich aber mal weiter. Meine Stimme hat sich wieder ein bisschen eingeschmiert. Und ja, die nächsten Tage melde ich mich sicherlich nochmal. Bis später. So, ihr Lieben, nochmal ein kurzes Update zu den Düften. Mein Video habe ich jetzt abgedreht im ziemlichen Eilverfahren, weil ich das Gefühl habe, dass meine Stimme nicht mehr so lange mitmacht. Also, hier hatte ich den Montrouge. Ich rieche jetzt so eine leichte Pflaumensüße. Von der Johannisbeere kann ich nicht ganz so viel erkennen. Er ist ziemlich Patchouli-lastig. Muss ich mal schauen, ob mich das vielleicht nicht sogar in der Kombination ein bisschen zu sehr nervt. Aber es könnte eher so in diese schokoladig bis erdige Patchouli-Richtung gehen, die ich eigentlich ganz gerne mag.
Und hier von dem Nord du Nord, der riecht schon sehr nach Saunaaufguss oder nach so, kennt ihr von Kneipp diese Sprudel-Brausetabletten, so riecht das. Aber es riecht nicht unangenehm und hat doch eher so einen leichten Wellness-Charakter. Wenn ich Eukalyptus lese, werde ich immer erstmal schon so skeptisch, weil oft sind mir Eukalyptusdüfte viel zu stark, aber der gefällt mir doch ganz gut, ja. So, ich räume jetzt hier auf und dann schneide ich mein Video für morgen für euch zusammen. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag und ich will euch doch mal erzählen, was parfumtechnisch in den letzten 2 Tagen so los war. Zum einen habe ich meine Spätsommerdüfte fertig getestet. Das Video will ich heute abdrehen. Dann habe ich mich über so ein paar Tiere schlau gemacht. Zoologist-Video will ich gleich euch auch noch abdrehen. Ich will es euch gerade mal zeigen. Hier ist das Tauschpaket, beziehungsweise Wanderpaket mit einigen Düften von Zoologist, und zwar Dodo, Makak, Chamäleon, Bat. Hummingbird ist noch in meiner Sammlung, den muss ich gleich nochmal raussuchen. Dann haben wir Bee und Squid und Herax, Elephant, den habe ich schon mal getestet, Beaver und Camel. Und ich bin mal sehr gespannt. Die Düfte sind alle sehr unterschiedlich und passen sich ja immer so dem Lebensraum des jeweiligen Tieres an, beziehungsweise bilden olfaktorisch den ja, Lebensraum des Tieres nach. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Deshalb kann ich jetzt zusammen mit euch keine weiteren Düfte testen. Aber ich habe gestern noch 2 Düfte aus dem Wanderpaket getestet, damit ich damit endlich fertig werde. Und zwar von Orto Parisi einmal Megamare und Teroni. Von der Marke habe ich noch nicht ganz so viel getestet, beziehungsweise sind es jetzt tatsächlich die ersten Düfte, die ich teste. Eine relativ kleine Nischenmarke. Wenn man auf die Homepage schaut, wird man ehrlich gesagt auch nicht so sehr viel schlauer, weil sie tatsächlich zu ihren, ich glaube, 8 Düften haben sie mittlerweile im Programm. Weil sie eben zu diesen Düften tatsächlich nur Bestell- und Preisangaben angeben und nichts über den Duft schreiben. Man hat so ein paar Bilder, die einen in so eine Stimmung versetzen sollen, aber ansonsten kann man da nichts drüber lesen, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich immer ganz gerne noch mal so 2, 3 Sätze hätte, wie eben so, wie im wahren Leben. Das Telefon hat geklingelt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ach genau, mit der Homepage von Orto Parisi, und zwar, ja, wie gesagt, ich fand es so ein bisschen schade, dass man dort überhaupt keine Informationen über den Duft bekommt. Es ist weder eine Duftpyramide angegeben, noch haben sie dazu geschrieben, was so deren künstlerischer oder ja, eben was der Hintergrund ist zu den jeweiligen Düften. Auf Parfumo kann man natürlich nachlesen, was die Leute so als Statement und Kommentare zu den Düften geschrieben haben. Das habe ich auch, ja, ich habe mir ein, zwei Kommentare durchgelesen, aber war dann doch schon ziemlich schnell. Habe ich dann doch ziemlich schnell mir meine eigene Meinung gebildet. Genau, Megamare wird beschrieben als würzig aquatisch und ja, so würde ich ihn auch, so würde ich ihn auch beschreiben. Er erinnert mich so ganz dezent an Armani Privé, diesen türkisen Duft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich blende es mal mit ein. Aber angetan war ich nicht. Er hat auch so eine überwürzige Qualität. Ich denke da immer an so Herbe de Provence, was ich eigentlich lieber ins Essen streue als in einen Duft. Und so eine gewisse Salzigkeit. Es hatten auch ein paar Leute geschrieben, irgendwas von Chemieunfall. Das finde ich jetzt nicht. Also man hat hier so eine sehr krautig-salzige, ich würde nicht unbedingt sagen Meeresluft, das ist eher so eine krautige Luft. Er wird dann relativ schnell sehr ambroxanlastig. Und am Anfang kann ich noch sagen, okay, er ist irgendwie ganz interessant, aber sobald dann diese Ambroxan-Bombe rauskommt, riecht er eigentlich nur noch nach diesen synthetisch ambrierten Hölzern. Das finde ich dann nicht mehr ganz so schön. Aber er hält ziemlich lange. Und zu dem Terroni kann ich Folgendes sagen. Oh, er riecht einfach nach einer absolut verrauchten Eckkneipe. Ich habe als Statement geschrieben, irgendwas von wegen, so riecht's beim Mafia-Boss nach dicken Zigarren, süßen Likör und leichten Mädchen, und ist auch überhaupt nicht meins. Diese Rauchigkeit in Düften finde ich ganz schwierig. Der einzig rauchige Duft, der mir einigermaßen gefällt, ist von Lush All Good Things.
weil er sehr interessant ist und nicht unbedingt ein Duft ist, nach dem ich riechen möchte. Nicht unbedingt ein Duft ist, nach dem ich riechen möchte, aber da kann ich mir vorstellen, öfter mal dran zu riechen und den finde ich ganz interessant. Im Gegensatz zu By the Fireplace. Ich weiß, das ist einer der gehyptesten Nischendüfte. Man kann sagen, ja, mir würden direkt fünf Nischendüfte einfallen, um die sich fast alles dreht. Das finde ich so ein bisschen schade, weil es wirklich auch tolle andere Alternativen gibt, die aber kaum jemand kennt. Aber gut, das ist jetzt hier auch mein Bildungsauftrag, so ein bisschen euch einfach auch Düfte näher zu bringen, die vielleicht nicht so die gehyptesten sind, weil da verbirgen sich auch wirklich einige Schätzchen. So, jetzt bin ich aber abgeschweift. Was ich auch getestet habe in den letzten 2 Tagen ist natürlich Van Halegans. Die Düfte kenne ich alle schon. Aber ich will euch ganz kurz zu den Getesteten nochmal was sagen. Klar, Impressa ist meine fruchtig, süße orientalische Prinzessin mit leichten Anklängen von Coco Mademoiselle, aber nur ganz kurz, weil dazu soll es ja auch ein eigenes Video geben. Luna ist eine würzige Rose, Artemisia, cremige Rauchigkeit, Blenheim Bouquet ist ein Duft, der über 100 Jahre auf dem Buckel hat und das riecht man auch. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Dann The Coveted Duchess Rose, Holzige Rose. Dann haben wir hier The Tragedy of Lord George, den ich auch ganz toll finde. Ein ja, Fougère Barbershop Duft im modernen Gewand. Genau, Quercus muss ich noch testen. Juniperstling, da kann ich mich erinnern, den fand ich ganz gut. Das ist so ein ja, relativ leichter, erfrischender Wacholderduft. Endymion kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Und Halfeti, der stammt auch aus dieser Trade Roots Collection, wie auch Empressa. Die beiden mittleren sind aus der Portraits Collection, diese Flakons mit den Tierköpfen, die ja auch so ein bisschen kontrovers behandelt sind. Aber ich möchte noch kurz ein anderes kontroverses Thema mit euch diskutieren, nämlich. Ja, der YouTuber und Parfümeur, ich weiß gar nicht, ob er mit Wasser gestartet hat, deshalb, er hat ja auch eine Parfummarke-Linie. Ich glaube auch, dass er die Parfums selbst entwickelt, und zwar Aaron Terrence Hughes. In dem Wanderpaket sind jetzt 3 Düfte von ihm drin gewesen. Die Beschriftung ist leider abgegangen, deshalb muss ich dann mal schauen. Ich habe mir jeweils kleine Proben abgefüllt. Irgendwann werde ich die mal testen, vielleicht auch als Blindprobe und dann gucken, ob ich die Zuordnung schaffe. Sie sind wohl aber ganz gut zuordnenbar, weil sie unterschiedlich riechen. Und zwar einmal Neon, also Neon. Dann haben wir Ozone, also Ozon. Und Dirty Slut. Und mit diesem Namen habe ich ein Problem. Es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Emanze oder eine überzeugte Feministin bin. Ich denke, es ist einfach logisch, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Ist leider nicht immer so. Ich meine, nicht umsonst haben wir auch in der westlichen Welt noch mit Gender Pay Gap zu kämpfen und mit Me Too. Es ist nun mal leider so, man kann es nicht leugnen. Und genau deswegen, weil er eigentlich schreibt, ich muss euch gerade mal vorlesen. In seiner Kanalbeschreibung steht: I love kindness, compassion and love. Please respect each other's on here. Unter der Prämisse finde ich es schon schwierig, einen Duft Dirty Slut zu nennen. Also eindeutig dreckige Schlampe. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt habe ich es gesagt. Finde ich schon eigentlich beleidigend und ich weiß auch nicht, ob das noch so viel mit künstlerischer Freiheit zu tun hat. Klar, Etat Libre d'Orange hat auch. Ja, so ein paar zweifelhafte Namen und manche Namen von Tom Ford sind auch so ein bisschen naughty, aber da finde ich nicht, dass es so eine direkte Beleidigung ist. Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, sich darüber aufzuregen, aber gerade solche Sachen, die gehen in den Sprachgebrauch über und es ist genauso wie wenn man, jetzt machen wir hier Bildungsauftrag, ne? Aber das hat ja auch irgendwie was damit zu tun. Sachen, die in den Sprachgebrauch übergehen, wenn ich jetzt Sachen als, ja, das ist schwul oder das ist behindert, dann kann ich natürlich sagen, klar, ich bin anderen gegenüber respektvoll, aber wenn sich das in den Sprachgebrauch einschleicht, finde ich es doch sehr schwierig, weil es dann so akzeptiert wird, eben solche Worte als Schimpfworte zu benutzen oder auch in dem Sinne dann abzuwerten. Und ich glaube, von alleine würde ich den Duft
weder kaufen noch testen. Ich würde auch, glaube ich, die Marke eher boykottieren. Jetzt sind sie im Wanderpaket drin und ja, jetzt teste ich sie natürlich trotzdem, aber im Grunde finde ich es nicht gut. Schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu, ob ihr das jetzt übertrieben findet. Aber ja, wie gesagt, ich finde es nicht so angemessen. Mit Namen wie Lost Cherry oder so habe ich jetzt weniger ein Problem. Ja, oder auch Etat Libre d'Orange, das empfinde ich nicht als Beleidigung, aber wie gesagt, ich möchte auch nicht, wenn mich jemand fragt, was trägst du, und dann sage ich Dirty Slut. Ja, fand er das jetzt witzig oder was ist da die Sache? Lese ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was drüber nach. Vielleicht tue ich ihm auch total Unrecht und das ist einfach als Provokation gemeint, damit die Leute genau über diese Sache nachdenken. Aber ja, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so d'accord damit, einen Duft so zu nennen. Wenn ich Parfums herstellen würde, hätten die auf jeden Fall freundlichere Namen. Und gut, ich drehe jetzt meinen Zoologist. Das ist so süß, ne? Fragrance Dog, der sagt immer Zoologics, das finde ich total witzig. Ich drehe jetzt meinen. Ich will nichts Böses über dich sagen. Nein, ich hab dich total gern. Deine Videos sind toll. Und gerade das macht dich auch so besonders, dass du die Sachen eben so sagst, wie du sie sagst. Das ist total charmant. Also, ich drehe jetzt mein Zoologics-Video. Und noch die Spätsommerdüfte. Und leider können wir jetzt hier zusammen nichts testen, wie gesagt, aber vielleicht die nächsten Tage. Ich habe nämlich hier auch noch eine ganze Menge Proben, die ich mal zusammen mit euch im Blog testen wollte, beziehungsweise Vlog. Und zwar sind da einige von Penhaligon's dabei, von Florascent. Ne, die haben wir schon getestet, ne? Und von Gallimard. Vielleicht bis morgen. Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit dem Vlog. Ich wollte auch noch mal kurz euch ein paar Sachen zeigen und erzählen, bevor ich jetzt meine Videos drehe. Heute ist Freitag. Und ich will gleich die letzten Proben von Zoologist testen. Das sind Makak, Hyrax, Hummingbird, Squid und Elephant. Und dann will ich, wenn ich es noch schaffe, euch meine liebsten Spätsommerdüfte abdrehen. Da bin ich jetzt ein bisschen spät mit, aber gut, das sind alles Düfte, die man auch im September und im Oktober noch testen kann. Ich merke, tragen kann. Ich merke jetzt auch wieder, irgendwie bin ich noch nicht eingesprochen. Irgendwie bin ich noch nicht so eingesprochen. Ich habe heute noch nicht ganz so viel gesprochen. Aber ich komme gerade vom Rossmann, habe so ein paar Beauty-Sachen gekauft. Da will ich euch mal zeigen. Meinen kleinen Rossmann-Haul will ich euch mal zeigen. Und am Briefkasten war ich auch. Da gab es auch zwei Sachen. Dann gestern kam Folgendes an. Da bin ich total begeistert von Job Wow. Der erinnert mich ein bisschen an Miss Charming. Zu dem erzähle ich gleich auch noch was. Ein wunderschöner Rosen-Patchouli-Himbeerduft. Den gibt es auch in meinem nächsten neu in meiner Sammlung-Video. Da habe ich wirklich einige tolle Sachen diesmal bekommen. Dann war noch im Briefkasten. Upsa. Einmal Hugo Boss Alive. Den hatte ich in meinem aller zweiten. In meinem zweiten Video überhaupt getestet. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ja, einer dieser gefälligen süßen Damendüfte. Derzeit bringt jede Marke irgendwie so einen gefällig süßen Damenduft raus. Den haben sie allerdings im Frühling lanciert und ich finde, dass es eher so ein Winterduft ist, weil er mich an Vanillekipferlteig erinnert hat. Vorneweg an, ja, Bratäpfel. So, dann gab es noch den hier von Escada. Wie heißt der überhaupt? Flor del Sol. Ja, hier war jetzt noch so eine Karte mit drin. Da habe ich natürlich direkt die Hälfte mit abgeschnibbelt. Ja, ganz witzig. Der Kaktus, ne? Süß. So, genau. Beim Rossmann war ich, weil ich im Moment dachte, ich kann mir mal die Fingernägel lackieren. Vielleicht sieht das für die nächsten Videos ganz schön aus. Da habe ich einmal einen Alterra Nagellack, das ist eine Naturkosmetikmarke. Dann nochmal so eine Special Edition mit so Amethystenpulver.
Genau, dann meinen liebsten Concealer von Manhattan, das ist der Wake-Up Concealer. Bin ja nicht so die Schminktante, aber für die Videos braucht man es ein bisschen. Und ich habe mir mal Haargel gekauft, weil mich so ein paar Strähnen immer genervt haben. Das war es auch schon. Welchen Duft ich im Moment sehr gerne zum Einschlafen trage, ist dieser hier von Jean-Pierre Sand oder Sand, der Night Sky White. Ups. Das ist eine eher gruselige Flasche, aber ein wunderschöner, unaufdringlicher Duft mit Orangenblüte, Mandarine und Mandelmilch. Die Duftnoten blende ich mal ein. Den gibt es auch in meinem nächsten Favoritenvideo. Da habe ich jetzt ja 2 Monate lang meine Favoriten gesammelt, weil ich sehr viel für euch am Testen bin. Und einen Zuschauerwunsch hatte ich. Und zwar soll ich doch mal hier über dieses schöne Discovery-Set sprechen. Ich zeige es euch gerade nochmal. Das bin ich auch gerade jetzt wieder am Testen, weil ich einige der Düfte ja nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatte. Ich bin jetzt erst bei den ersten beiden hier angekommen, Anyway und Gentlewoman. Den habe ich schon ordentlich getragen, den trage ich auch öfter mal. Hier haben wir noch eine relativ große Probe von Not a Perfume. Das ist ja auch so ein Monochemical-Duft, sage ich mal. Ein Solene Note. Und genau. Wir können jetzt leider nicht zusammen testen, weil ich gleich die Zoologist-Düfte teste. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Vlog. Hat echt Spaß gemacht, wieder mal zu vloggen. Ich hoffe, man kann auch bald wieder ein bisschen mehr in die Geschäfte gehen. Und ja, ich weiß, kann man theoretisch schon, aber ja, ich will mich jetzt nicht ohne Maske filmen. Das finde ich. Ich will mich jetzt nicht mit Maske filmen. Das finde ich so ein bisschen hässlich. Ja, aber mal schauen. Ich bin gerade dabei, meine Handykamera ist nämlich alles andere als toll. Ich habe aber noch so eine kleine Actioncam gefunden. Vielleicht schmuggle ich die das nächste Mal mit, wenn ich irgendwie zum Douglas gehe, weil der Douglas in Frankfurt wirklich, ja, so ganz schöne Aufsteller hat der verschiedenen Marken. Mittlerweile hat ja jetzt fast auch, ja, fast jede Marke hat so seine Privé- oder Maison-Linie und die stehen alle ganz schön drapiert, die Flakons alle da. Da würde ich euch gerne mal unterwegs ein paar Bilder von machen. Und die gibt es dann vielleicht mal in einem der nächsten Vlogs. So, jetzt drehe ich aber meine Videos. Es ist nämlich schon wieder total spät. Ich brauche mal ewig zum Schminken und bis ich überhaupt mal loslege. Und genau. Dann kommt als nächstes Video, muss ich mal schauen, entweder ja. Den zweiten Teil von den Zoologists oder wenn ich es schaffe, will ich vorher noch das Sommerdüfte, das Spätsommerdüfte-Video für euch hochladen, damit ihr da nochmal, ja, vielleicht ein paar Empfehlungen habt für die Temperaturen, wie sie im Moment so sind. Also, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis bald.